Ein Weltmeister in seiner ersten Saison an der Seitenlinie. Mir macht es unheimlich viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Ein erster Titel mit Bayerns U17, Bundesligameister der Staffel Süd. Das sieht man auch auf dem Platz, dass die Mannschaft da wirklich Sachen mit Spaß macht. Eines der größten Talente aus Kloses Team, Torben Rhein, 16 Jahre alt. Erstmal Profi werden, am liebsten natürlich bei Bayern und dann den Schritt in die Bundesliga machen, dann dort spielen und dann vielleicht auch die Champions League gewinnen. Das 70-Millionen-Projekt FCB Campus. Wer folgt daraus Alaba und Müller bis zu den Profis? Es steht für uns der Titel oder ein Titelgewinn nicht wirklich im Vordergrund. Es geht darum, junge Spieler zu entwickeln. Mittagspause am FCB Campus. Spieler und Trainer essen gemeinsam. Es ist der Tag des ersten Halbfinals um die gesamtdeutsche Meisterschaft gegen Köln. Wir können die Mannschaft nah begleiten. Hier, wo einige von ihnen leben und wo die Mannschaft regelmäßig trainiert. Miroslav Klose ist eines als Trainer sehr wichtig, dass die Jungs auf dem Boden bleiben. Ich bin da Experte drin, also das können Sie mir glauben. Die Jungs, die sind schon so weit, die haben so einen Schritt gemacht in dem Jahr. Der 2014er Weltmeister hat es in seinem ersten Jahr als Trainer geschafft, mit einer Mannschaft, die vorwiegend aus dem jüngeren 2003er-Jahrgang besteht, süddeutscher Meister zu werden. Etwa zwei Wochen vor dem Halbfinale sichern sich die Jungs durch ein 4:2 gegen Ingolstadt im vorletzten Saisonspiel den Titel. Überraschend, denn mit einem so jungen Team ist das bislang noch niemandem gelungen. Ein Projekt, den jüngeren Jahrgang zu pushen, angestoßen vom Leiter des Campus Jochen Sauer. Ich glaube, mit Miroslav Klose haben wir jemanden, der als Fußballer wirklich alles erlebt hat, was man überhaupt erleben kann, auf dem allerhöchsten Niveau. Klose macht das Tor! Seine Erfahrung und die Erfahrung, die er an die Jungs weitergeben kann, ist natürlich riesengroß. Und er hat am Anfang der Saison natürlich auch geschluckt, als wir die Kaderzusammenstellung gemacht haben, weil es für ihn auch eine große Herausforderung war. Zu Beginn haben sich beide Seiten aneinander gewöhnen müssen. Die Spieler, weil Klose ein großer Star gewesen ist, und Miro Klose, weil es seine erste Trainerstation ist. Ja, dass er einfach uns vermittelt, wie gut wir sind, dass wir jedes Spiel gewinnen können, egal wie der Gegner heißt, egal wie jung wir sind. Und ich glaube, er hat uns auch, vor der Saison übernommen und hat uns aus uns eine richtig gute Mannschaft gemacht, die zusammenhält. Er ist nicht so einer, der mal über den Platz, sage ich mal, drüber schreibt, das kommt auch mal vor, aber einfach, er ist einfach ein ruhiger Typ und man kann mit ihm sehr gut umgehen. Nicht alle sind restlos überzeugt von dem 41-Jährigen. Das hören wir immer mal wieder auf der Tribüne. Vielleicht ist das aber auch ganz normal im ersten Jahr. Wichtig ist, dass Klose etwas verkörpert, was die Jugendlichen schätzen, erzählt uns Anselm Küchle vom Internationalen Fußballinstitut. Küchle und seine Kollegen haben in einer Studie etwa 300 Spieler aus Nachwuchsleistungszentren befragt. Wenn wir in die U19 und U17 schauen, dann ist es so, dass die Spieler auf Glaubwürdigkeit setzen. Ja, sie wollen einen Trainer, der auf der einen Seite autoritär sein kann, aber der glaubwürdig Entscheidungen mitteilen kann und der nicht um den heißen Brei herumredet. Auch Teamfähigkeit und Führungskompetenz werden hoch eingeschätzt. Ja, interessanterweise ist bei Miro Klose so, dass diese, vor allem diese Top-Teilkompetenzen sehr, sehr gut passen auf Miro Klose. Als Spieler stand er ja genau für diese Dinge, Glaubwürdigkeit, Teamfähigkeit, irgendwo auch Führung. Und hier sollte man aber natürlich einen Trugschluss nicht machen. Es ist natürlich so, Trainer und Spieler, das sind zwei Paar Schuhe. Dennoch reicht es für Kloses U17 nicht gegen Köln. Die Mannschaft um Mittelfeldspieler Torben Rhein, Linksaußen Lasse Günther, Abwehrspieler Roman Reinelt und Keeper und Kapitän Manuel Kainz scheidet nach zwei Spielen aus gegen den späteren deutschen Meister. Natürlich war es jetzt so nach dem Halbfinale sehr enttäuschend, dass wir rausgeflogen sind, aber ich glaube, im Rückblick auf die ganze Saison können wir echt stolz sein, was wir erreicht haben. Es war eine enorm starke Leistung von uns, mit der keiner gerechnet hat, so ehrlich müssen wir sein, auch wir nicht. David Alaba ist übrigens der letzte Profi des aktuellen Bayern-Kaders gewesen, der den Sprung aus der eigenen Jugend geschafft hat. Daran misst die Bayern-Führung die Campus-Doppelspitze Sauer und Hermann Gerland. Ich glaube, es geht einfach darum, dass ein Fußballverein auch auf allerhöchstem Niveau immer Spieler braucht, die sich zu 100% mit dem Verein identifizieren. Bei dem 2003er-Jahrgang sind sich viele sicher. Mindestens einer der Jungs schafft es in den Profibereich. Vielleicht sogar Torben Rhein. Torben wohnt am Campus. Wenn er frei hat, ist er hier bei seinen Eltern südlich von München. Dort arbeitet Rhein dennoch weiter an sich mit einem speziellen Koordinationstraining.
Der 16-Jährige ist vor 2 Jahren von der Hertha nach München gekommen. Seine Eltern Martina und Peter sind ihm gefolgt. Es gab 2017 einige Schlagzeilen um den Transfer. Also sein Kind auf der Titelseite zu sehen, ist, glaube ich, nicht so schön. Und auch zu sehen, dass nicht immer die Wahrheit geschrieben wird, also von wegen uns wurden Jobs angeboten und so, das stimmt alles gar nicht. Wir haben uns selber um unsere Jobs gekümmert, wir haben uns selber um das Haus gekümmert. Es ist der eigene Wunsch des U16-Nationalmannschaftskapitäns gewesen, es bei den Bayern zu probieren. Ist er doch quasi, seit er denken kann, Bayern-Fan. Erfolgsdruck gibt's bei den Rheins nicht, nur von Torben selbst. Jetzt erwartet natürlich auch jeder in ganz Deutschland, dass wir dann Meister werden. Und ich glaube, so gehen wir auch ran. Wir wollen jedes Spiel in der Liga gewinnen. Er hat ihn dieses Mir san mir, dieses Bayern-Gehen, dieses immer gewinnen wollen. Und wir gewinnen auch immer, weil wir sind der FC Bayern. Das hat er ihn, glaube ich, ganz klar eingepflanzt, diese DNA. Coach Klose geht in sein 2. Jahr als U17-Trainer. Wechselt nicht, wie erst vom Club geplant, zu U19. Dieses Mal hat er allerdings eine ältere Mannschaft. Aber sicher ist auch, es herrscht eine andere Erwartungshaltung von allen Seiten. Ja!